Lukas Flüeler, die Saison ist vorbei und ihr seid Meister. Was für Gefühl geht dir durch den Kopf momentan? Ja, ich glaube, bei diesen Sätzen, die du jetzt gesagt hast, hast du schon alles gefeiert gesagt. Die Saison ist vorbei und wir sind Meister. Ich meine, das war eigentlich eine gute Zusammenfassung von dir. Tun wir gleich nochmal remusieren. Du hast eine extrem starke Saison gespielt und klar, es ist eine Teamleistung und trotzdem bist du der Schlüssel am Schluss zum Erfolg. Wie siehst du deine persönliche Leistungssteigerung? Ja, Schlüssel oder das Spieler rausheben, ich glaube, das zeichnet uns aus, dass wir nicht Spieler rausheben müssen. Das haben wir noch nie gemacht, was auch nicht so gut gelaufen ist, wenn es einem nicht so gut läuft. Das machen wir jetzt nicht, wenn es einem vielleicht besser gelaufen ist als einem anderen. Ich glaube, heute haben unsere Spieler unglaublich viele Schüsse blockiert. Ich meine, ich glaube, und meine Verteidiger und Stürmer haben mehr Schüsse gegeben als ich heute im ganzen Spiel. Das ist ein riesen Dankeschön an die Mannschaft. Und zum Schluss noch, warst du nervöser gewesen? In den letzten 10 Minuten oder wo der Schiedsrichter das Goal noch anschauen gegangen ist? Ja, ich war schon nervöser gewesen. Ich habe gehofft, einfach, dass der Schiri nicht zwei Hände ausstreckt, sondern nur eine Hand ausstreckt. Und ich glaube, jeder hat innerlich ein kleines Gebet gemacht. Irgendwie, wenn man und es war wirklich schön gewesen, dass er nur eine Hand für ausgestreckt hat. Lukas Brühle, merci für die Wahl und auf eine lange Nacht. Bitte Zürich. Alle neun, gell? Alle neun, ja.